Qigong, deine Energieversicherung, die ich dir heute andrehe, die ich dir heute verkaufe. Aber das Gute ist, sie ist gratis. Das ist das Beste daran. Als kleiner Hinweis von vornherein, wenn du die 5 Übungen des Wudang Qigong lernen möchtest, also eine Energieversicherung abschließen möchtest mit dir selbst, dann musst du normalen Versicherungsbeitrag leisten. Das musst du hier im Qigong Club nicht. Du kannst einfach die 5 Übungen des Wudang Qigong im Gratiskurs lernen. Unten in der Beschreibung ist ein 15-Tage-Gratiskurs-Link dabei. Ganz unverbindlich. Die Übung kannst du so oft machen, nicht nur 15 Tage Demo und dann musst du zahlen. Einfach, der gehört dir dann. Du kannst den machen. Mach es. Sehr, sehr gut. Und diese Energieversicherung, darum geht es heute. Das Qigong, wenn man mal auf dieser Ebene, auf dieser, ist das metaphorisch? Ich weiß es nicht. Ich bin schon so weit raus aus der Literaturwissenschaft. Ist es eine Metapher? Schreib es in die Kommentare, ob es eine ist oder nicht, wenn du es weißt. Dass wir heute mal die Welt der Versicherungen unter die Lupe nehmen und schauen, wie können wir da Qigong einordnen. Weil in unserer Gesellschaft, das ist ganz interessant, haben wir ein eigentlich ganz großes Bewusstsein dafür, für die Zukunft vorzusorgen. Im Sinne von Lebensversicherung, Krankenversicherung, hier Versicherung, da Versicherung. Du weißt, wie groß die Versicherungsbranche ist in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, aber wir haben wirklich, also kaum jemand ist nicht versichert. Ich habe auch mehrere Versicherungen und zähl mal deine Versicherungen durch, die du abgeschlossen hast und wo du jedes Jahr oder jeden Monat Beiträge zahlst. Und das ist nicht immer sinnlos, vielleicht manchmal, aber oft macht es Sinn, dass es dir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und jetzt wird's bitter, jetzt wird's bitter. Wenn wir jetzt mal umschwenken von der schönen finanziellen Sicherheit, die wir erzeugen wollen, darum geht es ja eigentlich immer bei Versicherungen. Sagen wir mal, wie sieht es denn eigentlich bei der Gesundheit aus? Was für Versicherungen haben wir da? Und da meine ich jetzt, sorry, nicht die Krankenversicherung, sondern die echte Vorsorge. Nicht die Vorsorge, dass wir später gepflegt werden oder Medikamente bezahlt bekommen, sondern dass unsere Gesundheit erhalten bleibt. Was für eine Vorsorge treffen wir da oder triffst du? Das ist eine Frage, die trifft viele ganz schmerzhaft mitten ins Herz. Das ist so eine richtige, eine stechende Frage. Was ist deine Vorbereitung, deine Versicherung, die du selbst mit dir für deine Gesundheit abgeschlossen hast? Was, und die besteht aus Gewohnheiten. So wie du regelmäßig Versicherungsbeiträge zahlst, immer ein bisschen, damit du später ganz groß davon profitieren kannst, ist das gleiche Prinzip beim Qigong. Du investierst regelmäßig Zeit in eine Qigong-Übung, um am Ende, je älter du wirst, ganz groß davon zu profitieren, dass du viel gesünder bist und viel weniger Krankheiten hast als andere. Und ich wiederhole es noch einmal, das liegt nicht nur an den 5 Übungen, sondern dass du dadurch ein neues Körpergefühl entwickelst und andere Lebensentscheidungen triffst, die gesünder sind. Das heißt, es ist nicht nur direkt die Qigong-Übung, die dich ins Gleichgewicht bringt und Energie aufbaut, sondern du bekommst einen anderen Blick für die Gesundheit, ein anderes Gesundheitsbewusstsein, was ganz von selbst entsteht im Laufe von Wochen, Monaten, Jahren. Und das lässt dich andere Entscheidungen treffen, sodass du dann nach Jahren, Jahrzehnten merkst, wow, du lebst immer ganz organisch, ganz, ganz natürlich, immer gesünder und gesünder und merkst dann im Alter, wow, das einzige Problem, was ich habe, sind alle um mich rum in meinem Alter sind krank und ich bin als einziger gesund. Daher ist es gut, wenn man mit mehreren Leuten zusammenübt, damit man auch die Gesundheit später miteinander teilen kann und vor allen Dingen auch die Unternehmung. Stell dir vor, all deine Freunde und Familie sind alle schon krank und alt und du bist der Einzige, der noch fit ist und was unternehmen möchte. Ja, dann kann man auch sagen, ha, wäre ich doch besser auch krank geworden, dann wäre ich mehr eins mit allen Menschen um mich herum und könnte die anderen besser verstehen, die mich, und wir hätten eine viel bessere Verbindung, als wenn ich immer der Supergesunde bin und alle anderen bauen ab und sagen, ja, du mit deiner blöden Gesundheit, du Arroganter. Und du sagst, wieso, ich habe doch nur Qigong gemacht, was kann ich denn dafür, wenn ich gesund bin? Ja, also ich will auch die Schattenseiten hier an dieser Stelle von dieser Energieversicherung, dieser Gesundheitsversicherung, die wir mit Qigong abschließen, praktizieren, auch mal auf den Tisch bringen, dass alles nicht immer nur schön und gesund, sondern wir sind ja auch in soziale Gefüge eingebunden.
Darüber kann man auch wieder ein Video machen. Das Problem, gesund zu sein. Es kann wirklich manchmal problematisch sein, dass du dafür gehasst wirst, dass du natürlich schon wieder gesund bist und alle anderen krank. Ja, das erzeugt nicht nur Freude oder Mitfreude bei den anderen oder auch wenn andere das auch gerne machen würden, aber sich nicht aufraffen können dazu. Das kann auch dich davon abhalten, dass du dann sagst, aus Solidarität übe ich dann auch nicht Qigong, damit wir wenigstens so auf einer Linie bleiben. Und daher kann ich auch nur empfehlen, wenn du eine Qigong-Gesundheitsversicherung beginnen möchtest, dass du dich für dein Alter oder auch jetzt schon absicherst und deine Gesundheit auf ein neues Level bringst, mach es am besten nicht ganz alleine. Am Anfang kein Problem, aber such dir eine Gruppe oder Mitmenschen, mit denen du gerne übst, dich gerne austauschst, zum Beispiel auf Podia in der Masterclass oder auch hier einfach in den Kommentaren. Da schreiben auch einige rein, man kann sich austauschen und ist schon nicht mehr so alleine. Und später, das ist ein kleiner Blick in die Zukunft, will ich mit dem Qigong-Club, auch wenn es mehr Leute sind, städteweise und örtchenweise Gruppen aufbauen. Das heißt, ich bin da nicht immer vor Ort, aber dass du zum Beispiel, egal wo du wohnst, gucken kannst, wo ist die nächste Qigong-Gruppe mit Gleichgesinnten und da kann man sich treffen, austauschen und zusammen die Gesundheitskultur pflegen und sich auch stärken lassen von anderen. Dass du nicht alleine gegen die Wand kämpfst von schlechten Gewohnheiten und sozialem Umfeld, die sich alle nicht für Gesundheit interessieren, sondern dich mit Leuten zusammen verbinden kannst. Das ist im Qigong auch ein ganz wichtiger Aspekt, wo viele immer nur die Übung sehen und sagen, es geht nur um den Qi-Flow und die Qigong-Übung. Und ich sage, so wie ich das von meinem Meister gelernt habe und selbst im Laufe der letzten 20 Jahre erlebt habe, das soziale Umfeld ist ganz entscheidend für Gesundheit. So, jetzt sind wir beim Thema Energieversicherung. Wenn du jetzt fragst, ja, wie fange ich denn an? Die Antwort hatte ich dir am Anfang schon gegeben. Mit den 5 Übungen des Wudang Qigong, die würde ich dir sehr empfehlen, die regelmäßig täglich oder mindestens 4 bis 5 Mal die Woche zu üben. Den Kurs gibt es ja gratis in der Beschreibung. Und ich kann auch empfehlen, 1 bis 2 Mal im Jahr zum Beispiel so ein Seminar oder so bei mir zum Beispiel, wenn du magst, zu besuchen, dass man mal so 1-2 Mal im Jahr mal ein bisschen in die Tiefe geht mit dem Qigong, um ein neues Level, eine neue Stufe zu erreichen, damit die Übungen nicht auf Dauer über die Jahre fahl werden. Wenn du weißt, ach nee, ich mache die einfach immer, tu mir gut, ich brauche nichts, dann brauchst du auch da nicht groß zu Qigong-Seminaren. Wenn du aber merkst, ha, die werden auf Dauer doch langweilig oder können wir nicht mal ein bisschen neuen Input haben, dafür sind dann hier diese Qigong-YouTube-Videos und natürlich auch die Seminare vor Ort, wo man mal Gleichgesinnte trifft und wo man dann wirklich eine Stufe tiefer in die Übung hineingehen kann und diese Stufe mit nach Hause mitnimmt. So, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen schlauer gemacht zum Thema Energieversicherung und hoffe, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.